Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound hier auf Bread2K. Yay! So, ab auf den Forest-Planeten. Mal schauen, was uns da so erwartet. Oh, wie awesome. Au, wir werden direkt mal geschlagen, ja? So, das ist ja schon mal nicht schlecht. Mal gucken. Geht ja schon mal gut los hier, Mensch. Also, wir sind hier in irgendeiner krassen Base. Ist ja krass. Ist ja voll geil. Was ist denn das hier? Ich möchte mal hier bleiben. Geringe Schwerkraft haben wir hier auch. Wunderbar. Schauen wir mal. Yeah, Pixels. Wir brauchen Pixels. You're not allowed to be here. Mal gucken, wenn wir dem das Hirn rausziehen. Oh, kein Gehirn. Dummer Roboter. Oder was auch immer du bist. Moment. So. Was gibt es hier oben vielleicht noch irgendwas? Mal gucken. Hopp. Oh ja, hier ist noch einer. Den ziehen wir auch mal das Brain aus dem Kopf. Wenn er dann eins dabei hat. Oh, verdammt, daneben. Ne, die haben alle kein Brain. Aber hier sind Lampen. Oh, die nehmen wir mit. Sehr schön, Lampen für unseren Bunker. Ah ja, ich würde sagen, wir erkunden dieses Gebiet hier noch ein bisschen. Und dann gehen wir nochmal zurück in die Basis, liefern alles ab. Uah, shit. Und dann werden wir uns mal auf den Weg in den Beta-Sektor machen. Ich habe mich zwischen den Folgen wieder mal ein bisschen informiert. Und wir haben noch einiges vor uns und wir sollten nicht mehr allzu lang im Alpha-Sektor rumgammeln, sage ich jetzt mal. Denn es gibt so viel zu tun. Und dazu müssen wir nicht, aber es ist effektiver, wenn wir in den Beta-Sektor gehen. Jetzt haben wir ja die Ausrüstung, nachdem wir ja beim ersten Mal dorthin gehen, ein wenig abgefällt haben. Oder abgelost, so muss ich sagen. Da werden wir jetzt nochmal dann in den Beta-Sektor gehen. Aber erst erkunden wir diese geile Basis hier. Ist ja cool. Ist ja auch schon cool, dass wir hier direkt hingespawnt sind. So, diese Pfeile nehmen wir noch mit hier. So. Abbauen tue ich hier mal lieber nichts, weil das dauert wieder nur eine Ewigkeit. So, wir müssen hier nur... Ach, das sind Roboter, deswegen haben die kein Gehirn. Klar, macht Sinn, ne? Oh, was ist das? Macht Sinn, dass die kein Hirn haben. Ja, okay, die haben kein Hirn. Yeah, was ist das? Au! The fuck? Was war denn das jetzt, bitteschön? Wie ich voll in die Luft geflogen bin. Oh mein Gott. Ach Mensch, ich muss ja wieder da zurück. Da geht das Sterben schon wieder los. Der wollte mich angreifen. Haha. So, runter. Runter. Und wir müssen hier links rum. Was ist das? Kann man das abbauen? Oh ja. Ein Metablock, New Blueprint Available. Okay, ich gehe mal davon aus, das ist wichtig, das Zeug. Oh, wie geil. Metablock. Mitnehmen. Ich bin gespannt, was wir mit diesem Metablock machen können. Interessant, interessant. Leute, guck mal hier, ganz viele Sachen, die wir in unserer Basis verwenden können. Mein Gott, und ganz viel Cash. Ja, ich halt wieder verreckt bin. Das ganze Geld ist wieder weg. Mensch. Pretty Leinchen. Bisschen vorsichtiger hier. So, was haben wir hier? Ein cool Server. Ach, den nehmen wir auch mal mit. Was soll's. Ja. Oh, hier, Monitore. Yeah, Monitore sind immer cool. Nehmen wir auch mit. Dann können wir unser Heimchen, wie gesagt, ein bisschen... Oh hier, do not enter. Mit Danger. Mit... So, was gibt's hier? Die Frage ist, was ist hier unten? Ich springe einfach mal runter. Ganz todesmutig. Oh hier. Nehmen wir auch mal alles mit. Oh nein. You are not allowed to be here. Ich weiß. Deswegen bin ich aber trotzdem hier.
Ein Tisch, ein Scientist's Code. Nehmen wir mal mit. Hihi, das ist cool. Das sieht cool aus, machen wir mal so. So, hier die Spritzen noch. Oh, Emine, der Platz ist schon wieder so wenig. Blaue Spritze, Scientist's Code haben wir schon. So, hier diese Dinger nehmen wir auch noch mit. Ist guter Platz. Sowas haben wir ja schon. So, vorsichtig, vorsichtig. Hier ist überall Lava, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht reinfallen. Und überall sind so böse Typen. Oh, da ist eine Kiste. Ja, also, wir sind halt extrem overpowered jetzt schon. Für den Alpha-Sektor, das merkt man ja. So, hier Pixels und eine Hightech-Chest. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber jetzt sind wir schon hier in dieser Basis, deswegen erkunden wir die jetzt auch fertig. Ah, die Lampen nehmen wir auch noch mit hier, nicht vergessen. Cheap Light. Okay, das ist also ein Cheap Light. So, wieder hoch. Das Licht noch mitnehmen. Ups. Oh, jemine, da kommen wir ja gar nicht mehr hoch. Alle, hopp. Alle, hopp. Passt. Oben geht's nicht weiter. Dann hier rechts rüber. So, dann vielleicht mal hier runter. Aber immer vorsichtig, weil wir wissen ja nicht, wo hier irgendwo Lava ist. Okay, hier geht's weiter. Hier ist die nächste Ebene. Money, 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 money. Yeah, yeah, yeah. So, den Monitor nehmen wir mit. Der ist cool. Da geht's noch weiter runter. Hinab in die Tiefen. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich aufgehört, nach unten zu drücken, sonst wären wir jetzt tot. Oh, was ist das hier? Coole Lasersachen. Cool Cupboard. Nehmen wir mit. Was ist das? Das haben wir schon, ne? Eine Bloodbank, ja. Mensch, da unten ist Strom. Das müssen wir abbauen. Das nehmen wir uns mit. Da können wir uns Fallen oder so bauen. Oh, und guckt euch diesen coolen Tisch an und diese coolen Stühle. Alles mitnehmen. Oh mein Gott, unser Inventar ist voll. Wir müssen mal ein bisschen was wegwerfen. Die Frage ist natürlich, was? Wir können mal einen Burger essen, zum Beispiel. So. Oh mein Gott, wir haben so viel Zeug. Wir werfen dieses Scientist's Code, den Scientist's Code noch weg, hallo. Oder, ne, wir machen den mal zu Trash. Send to Trash, genau. So. Und ansonsten, ja, blöd. Voll blöd irgendwie. Hier den Monitor nehmen wir noch mit. Oh, diese Türen hier nehmen wir auch mit, die sind cool. Ship Door. Die gab es aber hier drüben auch schon, oder? Ne, das waren wieder andere Türen, oder? Ja, das sind die, solche haben wir schon. Hier unten ist Strom, wie gesagt, aufpassen. Ich frage mich, ob wir die abbauen können. Hm, na egal. Hier wären Regale, die können wir auch mitnehmen. Oh, was können wir denn da reinstellen? Gar nichts. Schade. Naja. Also viel Deko-Gedöns können wir ja eh nicht mehr anbringen in unserem Bunker. Von daher, hier unten war ich drin, da war die Lava, dann gehen wir hier wieder zurück. Hier ist nochmal so ein Chip-Tor, das nehmen wir mit. Ups. Dann geht es hier nochmal ein Stück weiter nach unten. Ah ja, da scheint es weiter zu gehen. Oh, doch nicht. Okay, aber wir müssen da links rüber. Oder waren wir da schon? Das ist jetzt die Frage. Waren wir da schon oder nicht? Hier sind wir hergekommen. Dann gehen wir mal hier rüber. War es das denn schon mit dieser Basis? Hier ist nochmal so ein Chip-Tor, mitnehmen. Ja, da drüben waren wir schon. Okay, dann haben wir diese Basis wohl schon erkundet, oder wie? War ja jetzt nicht so überragend mäßig groß. Aber wir haben ein paar neue Sachen bekommen. Coole neue Einrichtungsgegenstände. Meta. Keine Ahnung, für was wir das brauchen. Ich glaube, hier drüben geht es noch weiter. Möglich? Möglich. Ja, awesome. So, es werde Licht. Oh, noch mehr Tische. Ah, cool, Cupboard. Nehmen wir mit. Wenn unsere Basis so hübsch machen, das kann sich gar keiner vorstellen. Aber ich würde sehr gerne diese Stromdinger mitnehmen. Das ist echt blöd, dass die jetzt hier da unten sind. Naja. So, das hier noch. Vielleicht werde ich irgendwann zwischen den Episoden nochmal so ein paar Sachen abbauen. Ich weiß ja jetzt, wo es die gibt. You killed Dusttail. Oh nein, was ist das? Eine Plasmagranate. Ah! So, eine brauchen wir natürlich auch. Diesen Holiday Spirit legen wir mal weg.
Den brauchen wir nicht mehr. Ja, noch ein cool Cardboard. Vielleicht werde ich zwischen den Episoden nochmal so eine Basis hier zerlegen. Mittlerweile habe ich ja eine ordentliche Pickaxe. Mal gucken, ob das noch immer so lange dauert. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall schon schneller wie vorher. Und dann kann ich ja, können wir unsere Basis, unsere Area 51 nochmal ausbauen, ein wenig. Aber jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Die Basis ist geplündert. Alles ausgenommen hier. Mal gucken, was uns an der Planetenoberfläche noch so erwartet. Hopp, 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 hopp. Es ist auf jeden Fall Nacht. Diese Shipdoors nehmen wir noch mit hier. Die sehen cool aus. Aber schön, ne? Hinten die Planeten. Richtig schön. So, Holz haben wir eigentlich noch genug. Mal gucken, vielleicht bekommen wir hier ja ein Superior Brain. Oh, die waren freundlich eigentlich. Warte, hier. Ne, gar kein Brain. Die sind alle brainless. Vielleicht der hier. Warte, wechseln. Oh, nein. Der hatte nur ein Inferior Brain. Schade. Hier sind noch welche. Ihr erinnert euch, ja, wir brauchen das Superior Brain für den Roboter, um dort dann einen, um den T2-Roboter quasi spawnen zu lassen. Und genau. Dann können wir nämlich in den Alpha, Beta, Gamma-Sektor, Delta-Sektor, ach, was weiß ich denn. Auf jeden Fall in den nächsten Sektor. Also hier gibt es nichts mehr. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal nach Hause in die Basis, geben das ganze Zeugs ab, vielleicht bauen wir die Basis nochmal ein bisschen aus und dann geht's ab in den Go! Dann geht's ab in den Beta-Sektor. Dort finden wir viele coole neue Sachen. Ja, yeah, ich bin mir sicher. Hier haben wir auch noch so viel Zeugs hier drin. Oh mein Gott, was wir alles schon gesammelt haben. Das ist ja echt die Awesomeness himself. So, Pixels haben wir wieder nicht genug, aber wir können ja jetzt die Erze umwandeln, die ganzen alten Erze, dieses Kupfer und Eisen und so weiter, das wandeln wir alles um in Pixels und dann bekommen wir jede Menge Geld. Das wird cool. Ein Poop-X-Effekte. Oh, keine Ahnung, für was wir das brauchen. Heben wir uns mal auf. Jede Menge Lampen haben wir gesammelt, dann können wir unser Heim auch mal ein bisschen ausleuchten. So, bitte in Position begeben. Zur Landung. Ah ja, Home Sweet Home. So, Weihnachten ist vorbei. Die ganzen Christbäume hier müssen mal weg. So. Yeah, refine. Was ich ein wenig schade finde, ist, dass dass die Produktion und so weiter nicht weiterläuft, während man nicht auf dem Planeten ist. Das finde ich ein bisschen schade. Und dass man noch keine Schilde nicht bauen kann, das finde ich auch ein bisschen schade. Ich mache jetzt einfach mal hier alles, damit wir einfach mal ein bisschen Ordnung haben hier im System. Mache ich das alles einmal mal ein bisschen hier zur Seite. Alles, was wir momentan nicht brauchen unbedingt. So, das machen wir einfach mal unsere Hightech-Kiste, Hightech-Deko-Kiste. Planet Monitor, hier noch irgendwelche Ne, die können wir mal aufstellen. Diese können wir eigentlich aufstellen. Ja, das passt nämlich hier genau rein. Okay, das nicht mehr. Warum auch immer. Egal. Ist zwar genauso groß. Aber dann können wir hier mal so ein Zeugs reinmachen. Ups, das ist falsch. Das muss hier rein. So, dann haben wir hier Spritzen.
Wir haben noch ein Iron Anvil. Wir haben noch Hosen. Mensch, wir haben noch so viel Zeugs. Das muss hier hin. Was hatten wir hier auch noch? So Deko. Ups, das ist falsch. Hier haben wir noch so Blocks. Aber davon müssen wir momentan nichts abgeben. Noch die Bones geben wir mal ab. So, was haben wir noch? Ups, was haben wir noch so alles hier drin? Kochsachen. Das Fleisch. Diese Bones könnten wir eigentlich auch mal wegmachen. 650 Pixels, yeah! So, Moment. Wo habe ich denn jetzt... Pass auf, wir machen das jetzt nochmal ganz anders. Wir machen jetzt diese Hightech-Sachen. Gehen wir mal in Inventar, bitte. Wir machen jetzt die Hightech-Sachen auch in die Hightech-Kisten. Was haltet ihr davon, Freunde? Kann ich hier zwei Kisten auf einmal aufmachen? Nein, das geht natürlich nicht. Okay, wir brauchen das hier. Alles aufnehmen. Oh je, Mini. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber bei uns geht hier gerade die Feuerwehrsirene. Wie passend. Wie immer, wenn ich aufnehme. So, das hier noch rein. Steel Bars. Okay, Crystals. Wir müssen uns oben noch eine Kiste hinstellen für, sag ich mal, so Baumats. So Crafting Mats. Wir haben doch hier noch so Spritzen. Die machen wir mal hier hoch. Gut. Dann machen wir mal das Werkzeug, das wir nicht brauchen, hier hin. Das muss noch in eine Kiste. Moment. Haben wir so eine Werkzeugkiste? Nee. Na komm, dann machen wir das hier rein. So, das machen wir auch hier rein. Wir hatten irgendwo noch eine Kiste, wo ich so Bomben schon reingelegt habe. Die, glaube ich, war hier drüben. Ja, aber... Hier ist nochmal so Tech-Zeug. Ein Tool-Spawner. Tool-Merchant-Spawner for when you need... Ah, cool. Den können wir mal spawnen, diesen Tool-Merchant-Spawner. Den können wir mal aufstellen. Da passiert irgendwas Cooles. Ich weiß noch nicht was. Wir haben nur keinen Platz mehr, Mensch. Ich muss unbedingt die Basis ausbauen. Das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Nein, nein. So, wo ist dieser Tool-Merchant-Spawner? Hier. Wie hier halt alles voll ist. So, warte mal. Die Kiste, diese Crystal Chest, die benutzen wir jetzt mal hier oben als, wie soll ich sagen? Ja, für Ressourcen quasi. Mensch, ich will doch hier nur... I muss ich drücken. Ich kenne die Tasten schon wieder nicht mehr. So, wir können nämlich diese Kiste hier oben noch draufsetzen. Sieht zwar jetzt nicht so hübsch aus, aber hier können wir unsere ganzen Ressourcen reinlegen, die wir so nicht immer brauchen, nur zum Craften. Und dann ist das cool. Cool, cool. So, was wir auch wegmachen, ist hier dieses... Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja, egal. Dann können wir hier wenigstens das Zeugs hier rüber machen. Mensch, geh halt runter jetzt. So. Ich wollte eigentlich... So, hier Rüstungen. Machen wir hier rein. Eigentlich wollte ich nur das Table abbauen, aber naja. So geht's einem manchmal. Wo habe ich denn jetzt schon wieder die ganzen Waffen? Ich bin so verwirrt, echt. Hier, Waffen. Weg, weg. Weg, 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 weg. 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 Weg, weg. Und die Bombe hier rein, weg. So. Hier sind Rüstungen, die machen wir hier rein. Diese Stone Pickaxe. Ah, die könnten wir eigentlich wegwerfen. Send to Trash. So, Flares haben wir hier noch. Yellow Petal, Flashlight. Dieses Bone, dieses Inferior Brain haben wir auch noch. Und dieses Toolmaker's Table. Das Toolmaker's Table machen wir hier rein. Ah.
So, runterfallen. Ach, das machen wir alles hier rein. Dieses Yellow Paddle auch. Gut. Gut. Gefällt mir so. Was hatten wir hier noch? Hier ist noch eine Waffe. Hier ist noch Blue Stim. Das nehmen wir mit. Hier werden noch ein paar Kisten. Die nehmen wir auch mit. Das Instrument nehmen wir auch mit. Dann können wir nämlich diese Kiste auch abbauen. Und hier sind ein paar andere Sachen, die, ja, nehmen wir auch mal demnächst mit. Aber jetzt vorerst lassen wir das mal. So, hier ist noch so eine coole Kiste, die machen wir hier hin. Dann diesen Spirit machen wir auch hier rein. Hier machen wir nochmal ein paar Waffen rein. Und Kisten machen wir auch mal hier rein. So, jetzt haben wir hier eine Ordnung. Dann können wir uns hier ja unseren Spawner hinstellen. Wenn wir den hier hinstellen, dann müssen wir uns einmal nach oben beamen, damit die Welt neu geladen wird. Und dann haben wir hier einen Händler, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mal gucken. Ups. Dann sollte hier jetzt eigentlich... Yeah, hier ist ein Merchant. Awesome. Okay, Bombe, Rope und Flair verkauft er. Gut. Ist jetzt nicht so aufwendig, aber immerhin besser als gar nichts. Und jetzt craften wir uns mal noch ein paar Sachen für diesen Roboter. Das andere haben wir ja. Wir brauchen eben für dieses Robotic Crafting Table, brauchen wir diesen Prozessor, wie ihr sehen könnt. Und den gibt es eben von diesem Roboter, den wir uns hier selbst zusammenbauen müssen. Wir brauchen auf jeden Fall Steel Bars. Wir brauchen jede Menge Steel Bars. Die habe ich hier reingelegt. Nein, das sind Silver Bars. Ich brauche Steel Bars. So. Wir können uns ein Robot Legs machen. Craft. Dann brauchen wir nochmal eine Handvoll Steel Bars. Was sind sie? Hallo? Ach hier. Wie viel können wir denn machen? 222, so viel wollen wir natürlich nicht. Wir machen uns nochmal 50. Nicht so verschwenderisch sein. Was habe ich denn jetzt eigentlich schon alles gecraftet? Ich bin so vergesslich. Wir haben die Legs. Dann machen wir die Chest. Die Arms. Dann brauchen wir für den Head, brauchen wir eben dieses Brain. Und dann können wir uns komplett zusammenbauen. Den inaktiven Roboter und den müssen wir dann halt schnitzeln. So. Das Zeug machen wir jetzt vorerst mal hier hin. Gut. Dieses... Kann ich eigentlich baden auch? Ja, geht auch. Toll. Oh, hier gibt es sogar 10. Für baden gibt es sogar 10 Pixels. Also die Pixelsorgen sollten vorerst mal gelöst sein. Und da wir jetzt ansonsten alles haben, muss ich mich jetzt mal kurz verbinden. Dann könnten wir ja hier noch kurz unser Deko-Zeugs aufstellen. Zum Beispiel hier einen Tisch. Und zwei so Eierstühle und passend dazu einen Planet Monitor. Und wie wäre es noch, wenn wir hier diese Tür austauschen mit einer Ship Door und dann vielleicht noch ein paar Lampen aufstellen. Achtung, ups, schon wieder falsche Taste gedrückt. Ah, okay, das ist ja schon eine Ship Door. Ah, okay. Nee, hä? Hatte ich schon so eine Tür da? Das war doch eine andere Tür. Na egal. Hier. Stellen wir einen Tisch auf. Mit zwei Stühlen, die leider nicht hinpassen. Moment. Kann ich den eigentlich immer in den Hintergrund setzen? Mit Rechtsklick. Ne, geht nicht. So, und hier ein Stühlchen hin. Wunderbar. Hier ein Monitörchen hin. Cool. Das ist jetzt im Hintergrund auch. Und der Awesomeness halber. Ah, hier habe ich überall Glas hingemacht. Naja, gut. Was habe ich sonst noch mitgenommen? Lampen. Natürlich, die Lampen wollte ich ja noch setzen. Weil die sind cool. Und zwar in den Hintergrund. Yep, die sind wesentlich cooler als die anderen. So. Könnten wir ja auch zum Beispiel hier draußen anbringen. Ups, Glas kaputt gemacht. Was will er denn bitte?
So, dann können wir nämlich hier eine Lampe anbringen. Die kann man nämlich auch an der Wand anbringen. Das ist cool. Hier so und hier so. Ja, und schon wird unsere Basis immer moderner. Mensch, wer hätte das gedacht, dass wir mal so eine moderne Basis haben werden. Hier unten können wir auch so Deckenlampen jetzt noch anbringen. Jetzt haben wir ja wieder welche. Dann sparen wir uns hier unten schon mal die... diese Torch. Wunderbar. Also, wieder einiges geschafft. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in den Beta-Sektor. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Servus.